bin durch eine Prüfung gefallen. Und dann wurde ich wieder von Freunden verführt. Ich möchte mir nämlich ein Buch kaufen. Und wisst ihr, sowas ist doch irgendwie abgefuckt, oder? Für mich nicht so gut. Warum? Ich habe mir überlegt, ich teste das jetzt live mit euch aus. Wow! Vielleicht steht mir das doch. Nein, lass mich! Und ich hoffe, ihr merkt es, aber ich komme so langsam wieder ins Vloggen rein. Hallo Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute ist der 15. Mai und wir haben einen Montag. Wir starten in die neue Woche und ihr seid dabei. Und ich habe mich jetzt gerade mal fertig gemacht. Ich habe nicht genug geschlafen. Problematisch. Ich finde, man sieht mir das mal direkt im Gesicht an. Und ich glaube, ich muss mir die Kamera aufstellen, weil mir ist im letzten Video aufgefallen, dass ich voll gezittert habe. Und das war nicht so angenehm, fand ich. So, auf jeden Fall bin ich jetzt mal in den Tag gestartet. Ich habe nämlich um 8 Uhr Spanisch. Und da werde ich mich jetzt gleich mal auf den Weg machen. Packe jetzt gleich meine Sachen zusammen. Also in 10 Minuten fahre ich los. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt den Spanischkurs gewechselt in ein Niveau weiter, weil ich die anderen Sachen alle schon kannte. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, da muss ich schon noch ein bisschen aufholen. Aber das kriege ich hin. Ich habe mir jetzt mal die Sachen angeschaut. Ach, meine Kamera, der Reflex ist bei mir ganz verrückt. Die letzten Male gemacht haben. Und ich habe das auf jeden Fall alles schon mal gehört. Und ich glaube, das überfordert mich jetzt nicht so doll, hoffe ich. Aber ich habe mich am Freitag schon mal ein bisschen ins Thema eingefunden. Und genau, deswegen werde ich mich jetzt gleich mal auf den Weg zur Uni machen und muss mir dann auch noch das neue Buch holen. Ich hatte nämlich schon natürlich wieder Hausaufgaben. Ich finde es so aufregend, ich fühle mich wirklich wie in der Schule. Los Deberes. Und die habe ich gemacht. Nur die aus dem Buch konnte ich natürlich nicht machen, weil ich das Buch noch nicht hatte. Und ihr Lieben, ich muss euch noch was erzählen. Ich habe Samstagabend noch die Prüfungsergebnisse bekommen. Samstagabend, wirklich, es war 8. Samstagabend um 8 habe ich Prüfungsergebnisse bekommen. Und die auch so, muss jetzt nicht sein. Ich bin durch eine Prüfung gefallen. Ich bin durch Steuerrecht gefallen. 1% hat mir gefehlt. Also ich habe sie eh schon so ein bisschen kommen sehen. Ich dachte so, ah, das könnte wirklich knapp werden. Nein, meine Augen sind so klein heute, wow. Katharina. Das kommt jetzt wirklich nicht überraschend, aber schade, hätte schon klappen können. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich letztendlich mal, also richtig lustig, wir waren an dem Abend dann noch bei einem Freund, der immer schon ist, so, oh Katharina, du hast immer so viel Glück, ne? Und da habe ich ihm das erzählt und ich sag's euch, der war so glücklich. Der war so, endlich passiert dir das auch mal. Ich war so, ja, es musste jetzt at some point wirklich mal kommen. Also ich bin bisher noch durch keine Prüfung gefallen, deswegen, es musste jetzt irgendwann passieren. Und ja, die werde ich dann auf jeden Fall im Juni nochmal schreiben und ist eigentlich eh ganz gut, dann habe ich jetzt noch länger Zeit mich vorzubereiten, kann ich da auch mal eine gute Note schreiben, also es kann ja nicht sein, dass ich mich da immer an den unteren Maßstäben längs gut, lassen wir mal so stehen, auf jeden Fall, ja, bin ich durch eine Prüfung gefallen, Steuerrecht, ja, stand an der 5, naja, gut, nein, das wirklich nicht, also juckt eigentlich nicht. Aber musste jetzt mal passieren. Und jetzt packe ich mal meine Sachen zusammen und dann geht's auf zur Uni. So, das ist mein Outfit heute. Nichts Besonderes, weil ich mir einfach das gegriffen, was ich jetzt erstes in die Hand bekommen habe. Und jetzt muss ich mich auch auf den Weg machen. Wir haben es, das wollte ich euch noch zeigen. Kann man das sehen? Nein. So vielleicht? Ist ein bisschen zu hell. Hallo? So. Wir haben es jetzt 15:15, time to go. Und ich habe mir nämlich bei meiner Apple Watch jetzt wieder, jetzt gesehen, ein Ziffernblatt eingestellt. Hallo, weil ich kann die Uhr schon lesen, aber es braucht eine Sekunde und das finde ich nicht gut. Deswegen muss ich mich da jetzt wieder mal dran gewöhnen und das üben, dass ich die Uhrzeit schneller erkennen kann. Ja. Wahnsinn, so krass hell. Das Wetter ist richtig, richtig gut. Es war echt nicht gut angesagt, es sollte regnen. Auf jeden Fall, was kann ich berichten? Ich komme jetzt gerade aus der Uni. Ich habe richtig was geschafft. Ich mache das dieses Mal, dass ich aktiv mitlerne. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vor. Also ich bin jetzt ein paar Mal weg und ich muss jetzt wirklich ein bisschen dranbleiben. Und ich habe ja, dadurch, dass ich durch die eine Prüfung gefallen bin, jetzt noch eine Prüfung mehr. Deswegen werde ich dieses Mal aktiv
aktiv mitlernen. Ja, so machen wir das. Und das hat heute auch gut funktioniert. Ich muss ja eh wöchentlich immer Hausaufgaben machen und so. Und dann wurde ich wieder von Freunden verführt. Die waren so, Katharina, wir sitzen hier draußen und trinken mit Aperol. Weil ich so, ja, ich komme dazu, aber ich trinke nichts. Und auf einmal kommt, weißt du, da kommen sie mit Aperol um die Ecke. Und es ist manchmal hoffnungslos. Aber war lecker. Und jetzt bin ich gerade noch in der Stadt. Ich möchte mir nämlich ein Buch kaufen. Ich möchte nämlich so einen Roman haben. Und deswegen gehe ich jetzt hier gerade zu einer Buchhandlung. Und dann muss ich noch kurz zur Post, weil ich Briefmarken kaufen möchte. Und ich wollte vielleicht noch einen Nagellack kaufen. Ja, das ist die Situation. So, ich habe jetzt 2 Bücher gekauft. Ich habe doch ein anderes gekauft, als ich kaufen wollte. Ich wollte eigentlich It Starts With Us kaufen. Das kostet einfach 23 Euro. Und ich war so, das ist ein fucking Taschenbuch. Also, da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Aber ich habe jetzt 2 andere mitgenommen, zeige ich euch später. Und jetzt wollte ich noch einmal kurz zu Douglas und dann zur Post. Und dann habe ich auch schon wieder die Schnauze voll, weil es viel zu viele Menschen, es ist viel zu voll. Ey, schon wieder gar keinen Bock, die Schlange bei der Post war ewig lang. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf Douglas. Ist mir egal, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich kann das nicht, es bringt mir so gar keinen Spaß, Sachen zu kaufen. Also... jetzt auch in der Stadt. Ich weiß nicht, es ist Montagnachmittag. Warum ist es voll? Es ist ja nicht mal Wochenende. Nee, sehe ich mich nicht. Ich habe zum Glück jetzt bei meiner Postfiliale noch Briefmarken bekommen. Was ich damit vorhabe, erzähle ich euch gleich. Aber wirklich, es stresst mich jedes Mal so in die Stadt zu gehen. Man denkt ja so, ja okay, ich wohne direkt in der Stadt, so dann bin ich ja eh ständig da, dann hole ich einfach die Sachen. Aber irgendwie, man ist nie ständig da und... es ist jedes Mal voll. Es war heute Montagnachmittag. Warum war es voll? Und ich weiß nicht. Ist gar nicht meins, sage ich euch ehrlich. Naja. Ich bin jetzt wieder daheim. Und heute war ein Tag, wo ich meinen Lippenbalsam vergessen habe. Und das ist immer kein guter Tag. Also, das ist so. Es riecht hier einfach tatsächlich nach Gras. Weil hier war so Wahlwerbung. Wir haben so, was ist denn das? Studienvertreter, sowas haben wir gewählt. Und hier so eine grüne Partei, die haben einfach CBD verteilt. Naja, das habe ich jetzt auf jeden Fall. Aber ist ja auch legal. So, und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich hier Feines gekauft habe. Wir fangen vielleicht mit den Büchern an. Da nehme ich auch gleich direkt mal einen Aufreger. Also, ich habe mir 2 Bücher gekauft. Ich wollte unbedingt, ich hatte so Lust auf einen Roman. Und ich habe aktuell so nur, ich habe keinen Roman halt irgendwie bei der Hand. Deswegen wollte ich gerne, ich wollte unbedingt ein Buch von Colleen Hoover haben. Und ich wollte das neue haben. It Starts, ich finde das ist so schwer auszusprechen. It Starts With Us. Die hatten das im Laden und ich war so, ah cool, dann gucke ich rauf. Ein normales Taschenbuch kostet einfach 22 Euro oder 23 sogar. Und ich war so, hä? Dann gucke ich so kurz im Internet. Und dann sehe ich im Internet, dass es bei genau dem gleichen Buchladen online 13 Euro kostet. Und dann war ich so, Entschuldigung, habe ich denn so eine Frau gefragt? Ich so, ja, warum? Und das konnte sie mir irgendwie auch nicht erklären. Und ich war so, okay, dann war sie, ja, können Sie den Laden stellen, können Sie es hier abholen? Und wisst ihr, sowas ist doch irgendwie abgefuckt, oder? Das ist doch, also, wenn es so 2 Euro mehr kostet, okay, drauf geschissen. Aber bei 10 Euro für ein Buch und... warum kostet das Buch 23 Euro? Naja, jetzt habe ich mir auf jeden Fall ein anderes gekauft. Das soll, glaube ich, auch ganz gut sein. Reminders of Him. Das hat 13,20 Euro gekostet. War im Internet 2 Euro günstiger. Und dachte ich so, ja, ich möchte jetzt eins haben. Deswegen habe ich mir das jetzt mitgenommen. In English. Because I'm international. Ja, bin ich gespannt. Und dann habe ich das habe ich gesehen. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich finde das Thema aktuell gerade, beschäftigt mich gerade sehr. Conversations on Love. Ja, und es klang eigentlich ganz gut. Da geht es so um Love in verschiedenen Situationen, glaube ich. Und das hat mich angesprochen. Und das habe ich jetzt mitgenommen. Und ich liebe es, neue Bücher zu kaufen. Das ist so klasse, oder? Ich glaube, heute, ich brauche mal wieder so ein kleines Reading-Date. Und ich glaube, ich fange mit diesem hier an. Das ist auch so ein gutes, liegt gut in der Hand, wisst ihr? Weiter geht's aber ich noch kurz bei DM. Weil ich brauchte tatsächlich Duschgel. Ich hatte kein Duschgel mehr. Duschgel ist auch eine Sache, die hat man einfach zu Hause, oder? Ich bin immer so, also das ist so eine Sache, wenn das leer ist, denke ich so, hä? Dann gucke ich so meinen ganzen Schrank durch, ich bin so, wie? Ich habe kein Duschgel mehr daheim. Wisst ihr? Das ist irgendwie, jetzt habe ich mir das gekauft. Kostet nur 85 Cent. Ich glaube, das ist so die einzige Sache im DM, die noch günstig ist. Cool. Dann habe ich Tofu gekauft. Es ist weird, dass das in einem Einkauf ist. Wisst ihr, das kann eigentlich nicht sein.
Und dann habe ich noch, genau, einmal einen Augenbrauenstift gekauft. Ich hatte nämlich keinen mehr und jetzt habe ich mir einfach so irgendeinen gekauft. Ich färbe die eigentlich immer. Nur manchmal, wenn die Färbung schon ein bisschen raus ist oder man noch ein bisschen Form reinkriegen möchte, dann möchte ich die damit jetzt nachziehen. Und dann habe ich mir ganz verrückt mal so einen Eyeliner gekauft. Den kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie einen Eyeliner. Doch, ich hatte irgendwann mal einen. Habe ich den jemals benutzt? Ich glaube nicht, weil ich nicht weiß, wie das geht. Ich weiß nicht, ob es mir steht, aber ich wollte es irgendwie mal ausprobieren, weil manchmal denke ich das, weil manchmal finde ich das bei Leuten wunderschön. Und ich raste gleich völlig aus. Ne, ihr seht die Sonne. Ja, ich glaube, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und dann, folgende Situation, habe ich mir Briefmarken gekauft, weil, also hier sind jetzt die Briefmarken. Genau. Ich wollte nämlich unbedingt mal ein paar Briefe versenden. Ich habe nämlich wunderschönes Briefpapier. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ach scheiße, die Umschläge sind tatsächlich farbig. Das kann man nicht machen, ne? Na, ich habe Briefpapier auf jeden Fall. Und da muss ich halt noch andere Umschläge besorgen, weil ich glaube, farbige Umschläge darf man ja irgendwie nicht verschicken. Und das kostet auf jeden Fall mehr. Und ich habe jetzt halt einfach die ganz normalen genommen. Naja, auf jeden Fall. Was haben wir jetzt? Wir haben es 16.20 Uhr. Ich wollte heute noch Sport machen. Ich glaube, ich mache heute ein Homeworkout für den Bauch und vielleicht ein bisschen Pilates, weil ich gestern im Fitnessstudio war. Ich habe noch Muskelkater in den Beinen und auch im Oberkörper. Freue mich immer sehr drüber. Hier so tut es voll weh. Ja. Und ich muss nochmal jetzt in meine Mails schauen und dann mache ich auch noch ein bisschen für die Uni. Denn, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, ich werde dieses Mal mitlernen. Und ich habe heute, ich war direkt nach meiner Übung in der Bib und habe meine Hausaufgaben gemacht und habe das alles mal wiederholt. Und das ist wichtig. Und das mache ich dieses Mal, weil ich auch schon wieder nicht so viel, also ich bin öfter nochmal weg und bin auch direkt vor den Prüfungen nochmal weg. Deswegen muss ich da echt dranbleiben. Genau. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich hole jetzt meine Sportmatte raus und werde Sport machen. Ich bin gerade noch irgendwie so ein bisschen lahm. Mache ich wirklich Sport? Fühle mich nicht so gut irgendwie. Fühle mich nicht so gut. Warum? Ich setze mich jetzt erstmal wieder hin. Und ich mache heute einen Rest-Day. I don't know. Oder möchte ich laufen gehen? Irgendwie auch Bock, laufen zu gehen. Vielleicht probiere ich jetzt als allererstes mal den Eyeliner aus. What is going on? Okay, ich habe mir überlegt, ja, ein Spiegel brauche ich schon. Ich habe mir überlegt, ich teste das jetzt live mit euch aus. Weil ich weiß echt auch gar nicht, was ich tue, wisst ihr? Ich weiß gar nicht, wow, wie das funktioniert. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht förderlich, dass ich schon Wimperntusche drauf habe, oder? Die auch verschmiert ist. Perfekt. Okay, also der Applikator sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Keine Ahnung, wie man das... Ja, so macht man es, glaube ich, nicht. Okay, warte mal. Oh, ich habe gar keine Ahnung, wie das... Oh, scheiße, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich glaube, so macht man keinen Eyeliner. Oh! Oder doch? Wow! Vielleicht steht mir das doch. Ich dachte, das steht mir gar nicht. Aber okay, das ist jetzt ultra leicht, aber ich finde es nicht so... Schlecht? Ich würde die vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben setzen, glaube ich. Okay, jetzt habe ich es gleich verkackt. Aber wenn man das direkt weiter oben ansetzt, man muss es ja nicht nach ganz außen ziehen, oder? Also jetzt ist vorbei, das Ding. Aber ich probiere es auf der Seite nochmal. Wenn man das hier einfach so weiter oben ansetzt, vielleicht. Boah, ich habe gar keine Kontrolle über das, was ich tue. Ich mal einfach wild drum drauf los. Oh, der ist auch ein bisschen zu weit. Oh, okay, das ist lost. Den habe ich ein bisschen doll verschissen. Aber links finde ich es echt nicht so schlecht, glaube ich. Vielleicht, aber ich check das noch nicht so ganz. Irgendwie finde ich es doch nicht so gut. Weil jetzt den immer breiter machen, das wird es ja auch nicht. Vielleicht hier weiter oben und dann... Naja, ich probiere das die Tage mal aus. Jetzt ist hier alles weird. Aber so, schaut euch mal dieses Auge an. Ich finde, es sieht... Na okay, jetzt sieht es doch ein bisschen weird aus. Aber ich glaube, ich finde, das ist so ein schöner... Das betont die Augen eigentlich echt schön. Wow, vielleicht trage ich jetzt bald mal Eyeliner. Aufregend. So, ich habe mich jetzt wieder... ich habe mich mal in Sportsachen geschmissen und werde jetzt Sport machen. Und ey, ich erschrecke mich jedes Mal. Ich erkenne mich gar nicht. Vielleicht probiere das morgen wirklich mal aus, weil ich glaube, ich finde es nicht so schlecht. Und ich mache jetzt, glaube ich, Pilates und ein Ab-Workout.
So, ich bin fertig. Ihr seht es mir an. Es war anstrengend. Ich habe 40 Minuten Pilates gemacht und dann ist so ein App-Workout. Ich weiß nicht, dann ist es irgendwie durchgedreht. Ich sehe gerade ganz komisch aus, weil die Augen nicht gleich aussehen. Guck mir nicht in die Augen an. Oh mein Gott, seht ihr, wie meine Hand zittert? Warte mal, ich hoffe, dass es so geht. Ich habe als letztes dieses Video hier gemacht. 10-Minute Abs Workout. Das ist hier von Maddie Morrison. Ich glaube, es wird Medi tatsächlich ausgesprochen. Ich weiß es nicht genau. Und davor habe ich von Move with Nicole, ich liebe die Frau, ein Full Body Pilates Workout gemacht. Let me find that. Es war sehr anstrengend. Das hier habe ich gemacht. 40 Minuten Pilates, Full Body und es war mit so einem Band. Yep, genau. So, ich bin frisch geduscht, habe den Sport erledigt. Es war klasse, es war richtig toll. Pilates ist schon, ich liebe das, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, so immer genau damit denkst du, oh, ich kann nicht mehr. Dann ist eine kurze Pause und dann kannst du immer atmen, dehnen, stretchen. Das ist einfach klasse. Und jetzt mache ich mir was zu essen. Oh, ich fühle mich gerade so gut. Ich weiß es nicht, müssen wir gleich mal sprechen, aber ich fühle mich, es geht mir irgendwie richtig gut. Meinte ich nicht eben, es geht mir nicht so gut. Ja, vielleicht habe ich aber Stimmungsschwankungen. I don't know. So, das ist jetzt hier mein Essen. Ich habe mir einen richtig geilen Salat gemacht. Ich habe so Eisbergsalat gemacht. ja, den habe ich geschnitten. Wow. Ich habe Tofu da drin, ich habe Sojabohnen drin, ich habe Gurke da drin. Rote Beete habe ich noch gefunden. Geil. Und dann habe ich so ein Essig, Öl, Petersilie-Dressing gemacht. Yes. Also, das werde ich jetzt mal essen. Meine Lippen sind schon wieder trocken. Und ich habe irgendwie nur so einen mitgezappt. Aber gut. Und ich kriege natürlich eine Nachricht so, Kathi, herkomm, wir haben Aperol und Sekko. Und ich war so, Alter, nein, lass mich. Ich sehe mich heute wirklich, freue mich riesig auf einen entspannten Abend im Bett mit diesem Buch. Ich kann das heute nicht. Ich kann das heute echt nicht. Ey, seit ich diese Jungs kenne, es ist, schlechter Einfluss. Nein, Spaß. Es bringt auch sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist auch anstrengend. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen. Boah, sieht das gut aus. Wow. Richtig guter Salat einfach. Stark. Und zwar habe ich gestern richtig doll meine Beine im Gym trainiert und habe ich jetzt dieses Full-Body-Workout gemacht, den Pilates-Workout. Und es war nur Beine, es war gar nichts Full-Body. Und ich war so, Alter, nein, bitte nicht. Und sie, okay, nochmal. Und nochmal Booty. Und ich war so, nein. Aber in Ordnung. So, das wollte ich noch erzählen. Wollte ich noch was erzählen? Das war's. Genau, jetzt esse ich mal. Und ich hoffe, ihr merkt es, aber ich komme so langsam wieder ins Vloggen rein. Und das ist richtig schön. Ich habe es so vermisst. Und ich wusste gar nicht mehr, wie es funktioniert. Ich wusste nicht, ob ich es noch kann. Aber ich glaube, jetzt sind wir wieder, oder? Jetzt geht das wieder. Schreibt mir mal gern. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Ja. Okay, und als nächstes stehen jetzt hier endlich mal diese Klamotten an. Wirklich, mein ganzes Sofa ist einfach voller Klamotten. Ich hasse es. Und da habe ich jetzt auch noch einen Wäschekorb. Und jetzt lege ich hier mal alles zusammen und bringe hier ein bisschen Ordnung in den Laden. The view she could see her building. Try to tell her I know I feel it. So, also die Wäsche habe ich jetzt weggeräumt. Hier ist alles endlich mal wieder ein bisschen ordentlich. Ich werde jetzt mal kurz hier einmal ein bisschen aufräumen. Und dann mache ich mir eine Kerze an, stapfe mein Buch und werde lesen. Oh Gott, ich freue mich so. Ich habe richtig Bock wieder auf so eine Routine, auf ein bisschen Self-Care, auf ein bisschen... Ich möchte auch ein bisschen vorankommen, sage ich euch ehrlich. Ach, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Richtig aufregend. Ich habe mir gerade Final Cut Pro gekauft. Richtig, ich freue mich richtig doll drauf. Und ich werde mich da jetzt die Tage mal mit beschäftigen. Weil ich meine Videos irgendwie gerne mal ein bisschen anders schneiden möchte. Ich möchte gerne mal, weiß nicht, ein bisschen was anderes machen, dass ich auch einfach mehr Möglichkeiten habe. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall und werde mich da dann jetzt mal mit beschäftigen. Jetzt, genau, mache ich es mir gemütlich und werde ein bisschen lesen. Ach, wisst ihr, es ist 21.30 Uhr. Ich liege fertig gemacht im Bett. Es ist einfach toll. Ich habe meine Abendroutine so, so, so doll vermisst. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Wirklich, ich flippe aus. Wo war ich? Und jetzt irgendwie, ich fühle mich mental gerade ganz anders. Irgendwie bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke so, okay, ich habe echt viel gelebt in letzter Zeit. Also ich habe wirklich unglaublich viel mit Freunden unternommen. Ich habe ganz viele neue Erinnerungen gesammelt, ja.
Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal vielleicht ein bisschen genug gelebt und ich möchte jetzt wieder ein bisschen vorankommen. Ich möchte in meine Routine kommen, ich möchte meinen Alltag haben. Ich möchte mich mit einmal wieder so ein bisschen beschäftigen, wo ich auch Bock drauf habe. Ich möchte mich wieder auf YouTube und Instagram noch mehr fokussieren und ich möchte einfach, weiß nicht, so ein bisschen so einen geregelten Alltag haben und mir mehr Zeit für mich nehmen. Und da bin ich jetzt gerade wieder in einem sehr guten Mindset. Und da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt liege ich hier im Bett, habe mir mein Buch geschnappt. Ich werde jetzt mit Reminders of Him anfangen. Ich wollte unbedingt ein Buch von Colleen Hoover lesen. Ich weiß nicht, hatte irgendwie Bock drauf. Ich wollte einfach so einen leichten Roman haben. Deswegen mache ich das jetzt und habe so einen richtig ruhigen Abend. Toll. Und dann werde ich früh schlafen gehen. Ich habe nämlich morgen wieder um 8 Uni. Genau. Genau, das passt aber gut. Ja, und ich lese jetzt noch ein bisschen. Toll. Und ich glaube, ich mache so einen kleinen Daily Vlog. Ich glaube, wir haben einen guten Vlog zusammen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir mal einen Kommentar, wie geht's euch? Was macht ihr so? Wie fandet ihr den Vlog? Weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam wieder da reinkomme. Und das freut mich irgendwie. Also jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen andere Vlogs machen. Und dann, ihr Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Fühlt euch alle, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz sehr gedrückt. Und ein dickes Küssen noch nicht alle.